ein Monument. Guten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu diesem philosophischen Café. Liebe Freunde der Weisheit, ich freue mich, dass Vittorio Hösle unsere Einladung angenommen hat. Und sie hat mir eben noch bestätigt, mit Freude. Das ehrt uns umso mehr. Vittorio Hösle ist ein Philosoph, der aktuell einen Lehrstuhl an der University of Notre Dame in Indiana, USA hat. Ich lese mal kurz die Titel seiner letzten Veröffentlichung vor, was ein bisschen aufzeigt, was seine Eigenart als Philosoph ausmacht. Ein Werk, der philosophische Dialog. Ich habe es nicht gelesen, aber es geht wahrscheinlich da auf das platonische Prinzip des Dialogs zurück. Es geht eigentlich um die literarische Gattung des philosophischen Dialoges. Ja. Es geht nicht um die Realität des philosophischen Gespräches, sondern wie dieses literarische Genre von Platon bis zum 20. Jahrhundert entwickelt wurde. Dann heißt der nächste Titel Vernunft an die Macht. Ich glaube, das bleibt ein Traum, aber das als Forderung aufzustellen, das sollte man einfach unterstreichen. Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie, Kritik der verstehenden Vernunft, eine Grundlegung der Geisteswissenschaften, darum geht es heute. Weitere Titel, globale Fliehkräfte, eine geschichtsphilosophische Kartierung der Gegenwart. Vittorio Hösle beklagt im Grunde den Niedergang der Philosophie, dass sie nicht mehr in der Lage sei, all die Fäden zusammenzuspinnen, die Einzelwissenschaften darbieten, die die Gesellschaft anbietet und diskutiert. Ich vermute, ohne es gelesen haben zu haben wiederum, dass es genau darum geht, wie all das zu vereinen sei, die globalen Fliehkräfte. Dann Ovids Enzyklopädie der Liebe, Form des Eros, Reihenfolge der Liebesgeschichten, Geschichtsphilosophie und metapoetische Dichtung in den Metamorphosen. Das ist ein Zeichen, ein Ausdruck seiner Begeisterungsfähigkeit, möchte ich mal behaupten, für Literatur. In dem Fall die schöngeistige Literatur, nicht die strenge philosophische. In der Kritik der verstehenden Vernunft, um die es heute geht, stellt er sich die Frage, was Verstehen ist, und geht noch einen Schritt weiter im kantianischen Sinne, diskutiert ausführlich in seinem über 400 Seiten dicken Werk die Bedingung der Möglichkeit des Verstehens und fächert die Begriffsfelder auf, das Deuten, das Auslegen und das Verstehen, das Interpretieren. Und ich bin gespannt jetzt, ohne den ganzen Inhalt vorgeben zu wollen und vorgeben zu können, was er nun als Auszug uns heute Abend präsentiert. Wir erwarten einen Kurzvortrag von Vittorio Hösle. Anschließend wird es ein Gespräch hier auf dem Podium geben. Und am Ende, das Funkmikrofon ist hier bereit auf dem Tisch, werden wir Sie einladen, an dem Gespräch teilzunehmen. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Dr. Hohmann. Da es hier eine kleine Gruppe ist, will nicht vielleicht jeder sich kurz vorstellen, dass ich etwas weiß, was der Hintergrund der Teilnehmer ist? Oder was würden Sie sagen? Ist das eine sinnvolle Idee? Ich glaube, das ist ein Novum, aber ich fände das sehr angemessen und interessant. Weil ich dann leichter mich einstellen kann, welche Akzente aus meinem Buche vorlegen soll. Nehmen wir an, es wären die Hälfte Juristen, würde ich etwas mehr über juristische Hermeneutik sprechen. Als wenn die meisten Literaturwissenschaftler sind. Ja? Wollen Sie beginnen? Wollen wir in diesem... Friedrich Fuchs, Pfarrer in Büdingen, evangelischer Pfarrer und Buchbinder, und habe große Freude an Philosophie, wobei mein Interesse mehr der mittelalterlichen Philosophie gilt. Mein großer Heiliger ist Kurt Flasch. Und entsprechend Meister Eckhart. Wunderbar. Gut.
Bitte. Schön. Mein Name ist Susanne Hohmann, ich bin die Ehefrau von Michael Hohmann und wir haben keine Philosophin, aber ich interessiere mich sehr für das Thema. Sehr schön. Vielleicht kann. Wollen Sie bitte. Ja? Also, mein Name ist Marco und ich bin ein Physiker und arbeite als Informatiker. Für mich das ist so eine schöne Zerstreuung. Ich habe nicht verstanden, Sie interessiert sich. Eine schöne Zerstreuung für eine Informatikerin. Wunderbar. Genau, ich arbeite mit ihr zusammen, genau, im IT-Bereich. Und es ist klar, ich interessiere mich schon für Philosophie. Ich freue mich auf das Thema und auf den Abend. Einfach was Neues zu hören. Wunderbar. Ich heiße Lemmer, ich bin Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und bin neugierig. Sehr schön. Wunderbar. Mein Name ist Achim Rosch, ich arbeite als Redenschreiber im Frankfurter Finanzsektor. Ich habe früher Politik und Ökonomie studiert und dann nebenberuflich an der Universität Hagen einen Master in Philosophie erworben und promoviere über Kant bei Markus Wilaschek nebenberuflich seit 2016. Und ich habe witzigerweise Ihr Buch in einem der Bücherschränke gefunden und es sofort an mich genommen und habe das irgendwie dann als Zeichen gesehen, dass ich hierher kommen muss. Sehr schön, das freut mich. Ja, mein Name ist Johannes Ritter. Ich habe Philosophie studiert und habe danach auch Mathematik studiert und im IT-Bereich gearbeitet. Und denke, ich bin ein bisschen im philosophischen Training geblieben. Also ich bin gespannt, dass ich noch ein bisschen was drüber weiß. Wunderbar. Sie sind aber nicht mit Joachim Ritter verwandt. Nein, leider nicht. Und nun zu Ihnen? Aus der Biologie, ja, sehr schön. Ja, guten Abend, mein Name ist Roland Hofer, ich bin Forstingenieur, habe früher mal Theologie studiert und damit in diesem Fach mit Herrn Leute in Berührung gekommen. Ja. Habe mich da sehr viel interessiert, habe auch damals in den 80er Jahren auch Herrn namens Georg Adamer kennengelernt. Er war um die 100 Jahre alt, glaube ich, gewesen und war von diesem Mann sehr, sehr beeindruckt, von dieser Ausstrahlung und auch von diesem Lebenswerk, das er hinterlassen hat. Bin ganz gespannt, ob Sie auf dieses Thema auch eingehen, welche Berührungspunkte ich da finden kann. Lass mich gerne überraschen. Ja, also sehr interessante Hintergründe, die Sie alle mitbringen. Um mit Gadamer zu beginnen, ich selber habe zwar nicht bei Gadamer studiert, aber ich bin ihm mehrere Male begegnet, hatte auch viele persönliche Gespräche mit ihm. Und mein Buch ist natürlich von seinem Hauptwerk Wahrheit und Methode von 1960 stark beeinflusst, auch wenn es in vielem sich sehr kritisch gegen Gadamer wendet. Wenn ich das so sagen darf, Gadamer war jemand, der wirklich sehr dankbar war für ein kritisches philosophisches Gespräch. Ich verdanke ihm viel, auch in meiner eigenen Laufbahn. Ich hatte kein schlechtes Gewissen, dass ich ihn kritisierte,
weil wenn er irgendwo von oben herab das wahrnimmt, wird es ihn freuen, dass man sich mit ihm auch kritisch auseinandersetzt. Und er war natürlich, wie Sie richtig sagen, auch deswegen ja eine große Ausnahmeerscheinung, weil er so alt wurde. Er starb mit 102 Jahren und ein wissenschaftlicher Mitarbeiter brachte ihn, als er dann am Ende starb, in die Klinik. Man musste ausfüllen das Alter und er wann die Leute geboren sind, die letzten zwei Zahlen, und er schrieb rein, dass er starb 2002, 00. Er war 1900 geboren. Und die Person, die das in Empfang nahm, sagte, ja, warum haben Sie ihn nicht in die Kinderklinik gebracht? Die Antwort war, er ist nicht zwei, sondern 102. Und er starb dann in der Klinik. Leider konnte die Klinik ihn nicht mehr retten. Aber dies als kleine Anekdote. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Also der Titel deutet evidenterweise auf Kant. Kant hat ja drei Werke geschrieben, die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft, die sich bemüht haben, im späten 18. Jahrhundert eine Antwort auf die Frage zu finden, was ist ein intellektuell vertretbarer Gebrauch unserer Vernunft. Wann können wir sagen, dass wir unsere Vernunft angemessen behandeln, angemessen einsetzen, sowohl in Fragen der Theorie, etwa bei Formulierung naturwissenschaftlicher Sätze, als auch eben insbesondere Fragen ethischer Urteilsbildung. Er wollte sozusagen unsere Praxis des Urteilens in Wissenschaft und Moral und in der Kritik der Urteilskraft, in Ästhetik und in sogenannten teleologischen Urteilen, die zwar in der Biologie ihre Grundlage haben, aber weit über das Gebiet der Biologie sich ausdehnen. Er wollte das feststellen, wann der Gebrauch der Vernunft legitim ist und wann er nicht legitim ist. Er gebraucht gerne die Metaphern des Gerichtshofes der Vernunft. Er will die Praktiken, die man in der Gesellschaft findet, eben vor den Gerichtshof der Vernunft bringen und feststellen, was ist legitimer Gebrauch der theoretischen und praktischen Vernunft. Allerdings hat Kant aufgrund der Natur der Wissenschaften seiner Zeit die Geisteswissenschaften nicht behandelt. Ich habe zwar gerade gesagt, er habe eine Grundlegung der Ethik gegeben, aber die Ethik ist nicht eine Geisteswissenschaft im eigentlichen Sinne. Denn die Geisteswissenschaften beginnen sich als eigene Form der Wissenschaften erst im Laufe des 18. Jahrhunderts zu formieren und werden dann im 19. und 20. Jahrhundert zu eigenen Wissenschaften. Warum? Warum gab es nicht Geisteswissenschaften schon früher? Und kann man nicht sagen, dass wenn die Philosophen der Vergangenheit über ethische Fragen sprechen, sie doch geisteswissenschaftlich aktiv werden? Meine Auffassung ist, dass die Geisteswissenschaften etwas anderes tun als die Ethik. Eine der Thesen meines Buches ist, dass die Philosophie keine Geisteswissenschaft ist. Die Philosophiegeschichte, wie sie etwa Herr Flasch betreibt, ist eine Geisteswissenschaft, aber nicht die Philosophie. Denn die Geisteswissenschaften, wie ich sie verstehe, sind die Wissenschaften, die Produkte des menschlichen Geistes verstehen wollen. Das heißt, die herausfinden wollen, was eigentlich Menschen gedacht haben. Und die Frage, ob das, was sie gedacht haben, richtig ist oder nicht, braucht ganz andere methodische Ansätze als die Frage, um gültig herauszufinden, ob wir sie richtig verstanden haben. Und die Geisteswissenschaften sind deswegen ein spätes Produkt, weil die traditionelle Einstellung der Menschen früher die war, dass sie wissen wollten, was richtig ist. Wenn Platon den Staat schreibt, will er wissen, was ist richtig für die menschliche Seele, was ist richtig für den menschlichen Staat. Das ist die Frage, die ihn interessiert. Ihn interessiert überhaupt nicht die Frage, was sind die Meinungen der Menschen über den Staat und wie können wir diese Meinungen richtig verstehen und richtig herausfinden. Dieses Projekt entsteht erst als methodisches Projekt im 18. Jahrhundert, unter anderem natürlich begünstigt durch die Erfahrung der Begegnung mit ganz anderen Kulturen. Diese Begegnung beginnt ja in einem gewissen Sinne schon im Humanismus und der Renaissance, indem man versucht, die doch relativ andersartige griechische und römische Kultur zu verstehen, auch in Unterschied von der eigenen christlich geprägten
vom Mittelalter herkommenden Kulturen, aber wird natürlich enorm beflügelt mit der Begegnung mit ganz fremden Kulturen, zum Beispiel als die Spanier und die Portugiesen nach Amerika gehen. Das sind ganz andere Kulturen als die, die man kannte, oder als die Jesuiten im 16. Jahrhundert nach China und Japan reisen und versuchen, die Chinesen und die Japaner zum Christentum zu bekehren. Das setzt voraus, dass man sehr fremde Kulturen zu verstehen sucht und auch nicht nur die Sprachen lernt, sondern dass die Denkmuster dieser Kultur versteht. Natürlich ist am Anfang das Ziel, diese Leute für die eigene Wahrheit zu gewinnen. Aber im Laufe des, besonders des 18. und dann eben im 19. Jahrhundert, entwickelt sich das Ideal, dass die Geisteswissenschaften nicht primär eine praktische Aufgabe haben, wie zum Beispiel andere Kulturen so zu verstehen, dass sie bereit werden für die Missionierung, sondern dass man die Aufgabe hat, die Andersartigkeit der anderen Kultur objektiv richtig zu erfassen. Und am Ende des 19. Jahrhunderts haben wir das, was Max Weber dann die Wertfreiheit der modernen Sozial- und Geisteswissenschaften bezeichnet. Nach Max Weber, seinen berühmten methodologischen Aufsätzen, hat die Soziologie nicht die Aufgabe, die Frage zu beantworten, was ist richtig, was ist eine richtige Gesellschaft. Und Soziologie hat festzustellen, welche Werteinstellungen in den verschiedenen geschichtlich realisierten Gesellschaftsformationen existiert haben, ohne die Frage zu beantworten, ob diese Wertvorstellungen gut oder schlecht sind. Aber der ganze Ernst der enormen Leistung einer Person wie Max Weber basiert auf dem Wunsche und auf der Überzeugung, dass es möglich ist, ein gültiges Verstehen anderer Kulturen oder früherer Formen der eigenen Kultur, wie etwa der protestantischen Theologie des 16. und 17. Jahrhunderts in seinem Werk über die Ethik des Protestantismus und der Geist des Kapitalismus, herauszustellen und herauszuarbeiten. Und was sicher passiert ist im Laufe der letzten 20 bis 30 Jahre, ist ein zunehmendes Bezweifeln daran, dass es überhaupt möglich ist, andere Kulturen angemessen zu verstehen. Ja, in einem weiteren Schritt, dass es überhaupt möglich ist, einander zu verstehen. Und die Argumente, die man dafür heranfindet, sind unterschiedlich. Ein Argument, das natürlich eine wichtige Rolle spielt, ist, dass wir keinen direkten Zugang zum Bewusstsein anderer Menschen haben. Die einzige Weise, in der wir Zugang zum Bewusstsein anderer Menschen haben, ist über die Objektivierung, wir Philosophen sagen, den Ausdruck von bestimmten, wie wir vermuten, mentalen Vorgängen im Kopf. Ich kann annehmen zum Beispiel, dass Sie Theologe sind, dass Sie theologische Gedanken haben, weil Sie gerade das gesagt haben. Und da kann man sagen, gut, ein ganz offenkundiges Mittel, um die Innenseite eines Menschen, eines anderen Menschen zu verstehen, ist das, was er uns sagt. Ja, das setzt natürlich voraus, dass ich verstehe, was der andere sagt. Und woher weiß ich, dass Sie, wenn Sie das Wort Theologie verwenden, dasselbe meinen wie ich, wenn ich das Wort Theologie verstehe? Das ist nicht eine Frage, die ohne weiteres zu beantworten ist. Woher können wir überhaupt verlassen, können wir uns darauf verlassen, dass wir den Worten die gleiche Bedeutung zuschreiben wie andere Menschen? Und Ziel meines Buches ist es, im Wesentlichen unseren lebensweltlich gegebenen Glauben an die objektive Verstehbarkeit des Ausdrucks geistiger Ereignisse zu begründen. Ich glaube, dass wir im Prinzip objektiv verstehen können. Ich glaube, dass die Leistungen der Geisteswissenschaften der letzten Jahrhunderte enorm waren. Es ist uns gelungen, zum Beispiel fremde Kulturen zu verstehen, deren Schriften uns völlig fremd waren. Im 19. Jahrhundert gelang es, eine Fülle mesopotamischer Schriften und Sprachen zu entschriften, zu entziffern und zu entschlüsseln und mit Ergebnissen, die weitgehend sich bestätigt haben. Insofern ist mein Pathos das Vertrauen in die grundsätzliche Verstehbarkeit. Aber als Philosoph frage ich mich, warum ist das so und was sind die Argumente, die uns dazu führen? Das Buch ist 500 Seiten lang und ist evidenterweise nicht möglich, die Fülle dieser Argumente darzustellen, aber ich will versuchen, einige Richtlinien zu geben. Erstens ist es klar, dass wir nur dann eine Chance haben,
etwas Physisches wie die Schallwellen, die ich gerade produziere und die an ihre Ohren dringen, zu verstehen. Ich habe nur dann eine Chance, Physisches als Ausdruck von etwas Mentalem zu verstehen, wenn ich mit meiner eigenen Mentalität einigermaßen vertraut bin. Das heißt, ich muss zunächst einmal einen Zugang zu meinem eigenen Geist haben. Ich gehe davon aus, dass es in der Tat einen privilegierten Zugang zum eigenen Selbst gibt. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann habe ich sie. Im Fall der anderen Person muss ich das erschließen, wenn ich ein Arzt bin, vielleicht aus der geschwollenen Backe aus der Rötung und der Wärme des entzündeten Organs. Wenn die Person nicht sprechen kann, nehmen wir einen Zahn der Säugling oder eben aus der Interpretation der Rede. Aber die Grundlage ist, dass ich zunächst einmal eine korrekte Theorie dessen, was Mentalität ist, habe. Weiterhin muss ich die Annahme machen, sonst habe ich überhaupt keine Chance, je einen anderen zu verstehen, dass im Prinzip Mentalität bei allen, zumindest unserer biologischen Art zugehörigen Lebewesen, letztlich analog funktioniert wie bei mir selber. Und ein wichtiger Teil meines Buches besteht darin, bestimmte Formen von Mentalität zu analysieren. Mentalität hat sicher, ist sicher etwas anderes als etwas Physisches. Sie ist in einem nicht einfach zu verstehenden Verhältnis zum Physischen, aber sie kann nicht identifiziert werden. Der Zahnschmerz, den ich habe, ist nicht dasselbe wie die Entzündung des Zahnnervs. Es korreliert mit ihr, aber er ist nicht mit ihr identisch. Gleichzeitig sind die Großzahl unserer mentalen Akte nicht einfach, wie die Philosophen sagen, ein Quale. Ein Quale wäre etwa ein Zahnschmerz. Etwas, was unmittelbar eine bestimmte, es fühlt sich in einer bestimmten Weise an oder eine Rotwahrnehmung. Sondern es ist intentional. Das heißt, es ist ein mentaler Zustand über etwas in der Welt. Unsere Glaubensakte zum Beispiel sind so. Ich glaube, dass es morgen regnen wird. Ich sage das nur so, ich glaube es nicht wirklich, hoffe nicht. Aber wenn ich sage, ich hoffe, dass es morgen nicht regnen wird, beziehe ich mich auf einen Zustand und die Philosophen nennen diese Akte intentionale Akte. Das sind Bewusstseinsakte über etwas. Außerdem unterscheiden wir normalerweise in unseren eigenen Bewusstseinsakten intentionale Akte, die gültig sind, von solchen, die nicht gültig sind. Ich habe mich manchmal geirrt in meinen Annahmen über das Wetter. Und manchmal muss ich sagen, Annahmen, die ich gemacht habe, waren nicht rational begründet. In anderen Fällen waren sie rational begründet. Sie können trotzdem falsch sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie richtig sind, wenn sie rational begründet sind. Und so geht es darum, verschiedene Formen unserer Mentalität, die Grundformen sind, es gibt ein Bewusstsein, das vom Physischen unterschieden ist, es ist intentional und es unterwirft sich einem Kriterium der Rationalität zu unterscheiden. Und dann stellen wir fest, dass wir versuchen, diese meistens unsere intentionalen Akte auszudrücken. Es gibt verschiedene Formen des Ausdrucks unserer intentionalen Akte. Eine Form des Ausdrucks ist unwillkürlich. Wie gesagt, zum Beispiel der Gesichtsausdruck kann zeigen, dass man etwas missbilligt. Es ist völlig unwichtig, ob man das zeigen wollte oder nicht. Manchmal kann man den Gesichtsausdruck natürlich bewusst einsetzen, die Nase bewusst rümpfen, um seinen Widerwillen zu zeigen. Aber man kann das auch unwillkürlich zeigen. Einiges an unserem Ausdrucksverhalten ist sicher unwillkürlich, aber wird von den meisten Menschen als Schlüssel zum Innenleben eines anderen Menschen gedeutet. Ein anderer wichtiger Faktor, der uns erlaubt, menschlichem Innenleben nahe zu kommen, sind Handlungen. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Handlungen normalerweise zurückführbar sind auf Meinungen, auf propositionale Einstellungen, wie wir sagen, doxastische Einstellungen, Annahmen über die Wirklichkeit und auf bestimmte Wünsche. Ich sehe, jemand öffnet den Kühlschrank und nimmt Essen raus, vermute ich erstens, dass er Hunger hat oder dass er jedenfalls Essen vorbereiten will für Leute, die Hunger haben. Wenn ich sehe, dass er den Tisch für mehr Leute deckt als sich selber und ich vermute, dass er, als er den Kühlschrank öffnete, annahm, dass im Kühlschrank Essen war.
ziemlich trivial. Aber Handlungen sind normalerweise ein Ausdruck von volitiven Einstellungen, also Absichten, Wünschen, Begierden und doxastischen Einstellungen, theoretischen Annahmen über die Wirklichkeit. Der dritte Aspekt, in dem sich menschliche Handlungen, menschliche mentale Einstellungen offenbaren, sind Werke. Die schauen sich ein Bild an. Der Künstler hat sich offenbar etwas gedacht dabei. Ein ganz wichtiger Schlüssel zum Verständnis der mentalen Einstellungen des anderen ist natürlich die Sprache. Die Sprache kann die Differenzierung unserer propositionalen Einstellungen in einer Weise wiedergeben, die zum Beispiel der Gesichtsausdruck nicht wiedergeben kann. Ich kann dem Gesichtsausdruck eines Menschen entnehmen, ob die Person ärgerlich ist oder besonders glücklich, aber ich kann nicht dem Gesichtsausdruck eines Menschen wahrnehmen, ob er an die Zahl 437 statt an die Zahl 479 gedacht hat. Das ist im Gesichtsausdruck nicht ausdruckbar. Aber wir haben es geschafft, in unserer Sprache ein physisches System, zunächst einmal phonetischer Art und dann durch Abbild des Phonetischen grafischer Art zu erzeugen, das eine unglaubliche Fülle von propositionalen Einstellungen, von Gedanken, die wir haben, wiedergeben kann. Und dann geht es um die Frage, wie wir diese Akte verstehen können. Und zwar unterscheide ich, und das folgt einer guten kantischen Tradition, zwischen der Fragestellung, was sind die normalen Verstehensakte, die wir haben, und dann der transzendentalen Fragestellung, wie ist es überhaupt möglich, dass die Welt so strukturiert, wie müssen wir überhaupt annehmen, dass die Welt strukturiert sein muss, dass Verstehen möglich wird. Ich möchte zwei Beispiele geben. Also ein wichtiger Unterschied, den wir in der Theorie des Verstehens machen müssen, ist der Unterschied zwischen dem, was ich noetischem und noematischem Verstehen nenne. Ich möchte das kurz klar machen, das hat zu tun mit dem Unterschied, den ich erst erwähnte, dass wenn ich über etwas nachdenke, gibt es offenbar in meinem Denkakt zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Das Denken als solches, das zum Beispiel zeitlich ist. Ich denke jetzt um 8.32 Uhr des 6. Juli 2022 an Probleme der Hermeneutik, der Theorie des Verstehens. Das ist unweigerlich zeitlich stattfindet. Der Gegenstand des Denkens ist nicht notwendig etwas Zeitliches. Es ist nicht notwendig etwas Reales. Ich kann ja etwas Falsches denken. Ich kann mir sogar etwas Unmögliches denken, was nicht einmal in einer möglichen Welt existiert. Das heißt, wir müssen streng unterscheiden zwischen den Akten des Denkens, die in der Zeit ablaufen und Teil der realen Welt sind, und dem Gegenstand des Denkens. Der Gegenstand des Denkens kann zwar etwas Reales sein, muss es aber nicht sein. Und eine der wichtigen Unterscheidungen in der Theorie des Verstehens ist, wenn ich zum Beispiel einen Dichter lese, will ich eigentlich verstehen, was in seinem Kopf vorgegangen ist, oder gehe ich davon aus, dass ich verstehen will, was der objektive Gedanke ist, den er erzeugt hat, auch wenn er vielleicht sich nicht dessen vollständig bewusst war. Und eine der großen Fragen der Theorien des Verstehens ist die Frage, kann ich eigentlich jemanden besser verstehen, als er sich selbst versteht? Dieses Thema erscheint zum ersten Mal im 18. Jahrhundert. Kant spricht darüber, Schleiermacher, dass man einen Autor besser verstehen könne, als er sich selber. Wie ist das möglich, wenn man doch, wie ich davon ausgehe, im Verstehen sich dem mentalen Leben eines anderen annähern möchte? Nun, es gibt verschiedene Gründe, warum es möglich ist, jemanden besser zu verstehen, als er sich selbst versteht. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Manchmal kann jemand nicht sehr scharf denken. Man sieht, er kämpft mit einem Problem. Und ein guter Lehrer kann zum Beispiel einem Studenten sagen, aha, Sie sagten gerade dieses, aber mir scheint, Sie meinen eigentlich etwas anderes, was man besser so ausdrückt, weil Sie dann nicht dieser Verwechslung entgehen. In diesem Falle kann ich einen besser verstehen, als er meinte, indem ich ihm helfe, das, was er eigentlich sagen wollte, so auf den Begriff zu bringen, wie er es selber noch nicht getan hat, indem ich bestimmte Differenzierungen ihm vorschlage, die er selber noch nicht richtig gesehen hat. Oder ich kann jemandem sagen, du hast das gesagt, aber du weißt wahrscheinlich noch nicht, dass wenn du das sagst, dieses aus ihm folgt. Ich habe korrekt verstanden, dass er
die ich sagen wollte, aber über ihn hinausgehend sage ich ihm, wer das sagt, ist logisch verpflichtet, auch das anzunehmen, auch wenn er das noch nicht weiß. Oder ich kann ihm sagen, du sagst das und du sagst das, weil du das annimmst. Du hast eine Voraussetzung, über die du vielleicht gar nicht nachgedacht hast. Aber ich helfe dir, diese Voraussetzung zu verstehen, die der Grund ist, warum du das sagst. Und indem ich dir helfe, diese Voraussetzung zu verstehen, können wir dann überlegen, ob deine Ansicht gut begründet ist oder nicht. Denn vielleicht ist deine Voraussetzung absurd oder, wenn sie nicht absurd ist, vielleicht falsch. Das sind alles Möglichkeiten, in denen wir jemanden besser verstehen können als er selber. Und ich unterscheide eben stark zwischen noetischem und noematischem Verstehen. Das noetische Verstehen ist das Verstehen, das versucht, den Gedankengang eines Menschen sozusagen als psychologisches Faktum zu verstehen. Warum hat diese Person in dieser Situation dies und dies gemeint? Und das noematische Verstehen ist das Ernstnehmen des Inhalts des Gedachten. Und da kann ich sehr wohl über den Autor hinausdenken. Wie ist es überhaupt möglich, einander zu verstehen? Ich will mit dieser, da ich die Diskussion gleich öffnen will, nur noch dies als ganz kurze Skizze angehen. Ich schließe hier in Philemon einen bedeutenden amerikanischen Philosophen, Donald Davidson, an, aber habe seine Theorie sehr bereichert. Donald Davidson geht von folgendem Problem aus. Er sagt, zunächst einmal gibt es ja einen fast unüberbietbaren Skeptizismus, wenn ich zum Beispiel sprachliche Äußerungen verstehen will. Könnte man sagen, ja, wir sprechen ja alle die gleiche Sprache. Kann man natürlich sagen, woher wissen Sie, dass wir die gleiche Sprache sprechen? Woher wissen Sie, dass wenn ich Sprache sage, ich nicht vielleicht Katze meine? Und wenn ich sage, wir sprechen die gleiche Sprache, eigentlich meine, wir lieben die gleiche Katze oder wir lieben verschiedene Katzen. Woher wissen Sie, dass wir die gleiche Bedeutung mit den gleichen Begriffen verbinden? Dieses Problem stellt sich auch bei der eigenen Muttersprache, auch wenn die Tatsache, dass es normalerweise problemlos abläuft, uns nicht mit dem Zweifel quält, den wir haben, wenn wir eine fremde Sprache zum ersten Mal begegnen und wirklich nicht keine Ahnung haben, was die Person gemeint ist. Und Davidson sagt, es scheint hier ein unlösbarer Zirkel zu bestehen. Nämlich, wenn ich jemanden verstehe, eine sprachliche Äußerung verstehen will, muss ich wissen, welche mentalen Akte mit diesen sprachlichen Zeichen verbunden sind. Also was hat er sich gedacht, als er das sagte? Aber die einzige Weise, indem ich an die mentalen Akte des anderen gelangen kann, ist, dass ich verstehe, was er gesagt hat. Ich komme also an die Gedanken des anderen nur über deren sprachliche Äußerung und an die sprachlichen Äußerungen nur, wenn ich weiß, für welche gedanklichen Akte sie stehen. Und wie können wir dieses Problem lösen? Nun, Gott sei Dank wird ja dieses Problem schon von einem Kleinkind gelöst, denn Kleinkinder lernen Sprachen. Und Donald Davidson hat versucht, darüber nachzudenken, wie überhaupt Spracherwerb möglich ist. Der Spracherwerb ist nur möglich, wenn wir zum Beispiel uns auf eine gemeinsame Welt beziehen. Wenn Sie in eine, nach Russland gehen und Sie können nicht Russisch und Sie haben einen Menschen, der Ihnen wohl will und Ihnen die Sprache beiwillen will und sagt Stakan und hebt das Glas, dürfen Sie vermuten, dass er wahrscheinlich sagen will, Stakan heißt, ist das russische Wort für Glas. Und es gibt keine andere Weise, als Sprachen zu verstehen, als dass wir davon ausgehen, dass wir bestimmte mentale Akte haben, die sich auf bestimmte äußere Objekte beziehen, die auch dem anderen zugänglich sind und dass die Wörter mit dem entsprechenden Gegenstand bezogen sind. So lernen alle Kinder Sprache. Ich habe drei Kinder großgezogen und habe wahrgenommen, wie sie Sprache gelernt haben. Wir alle haben das, wenn wir Kinder hatten. Wir haben meistens vergessen, wie wir die Sprache gelernt haben. Und natürlich ist es so, dass unser Spracherwerb beginnt im zweiten Lebensjahr, wir uns gewöhnlich nicht daran erinnern, wann es plötzlich Klick gemacht hat und wir begannen, unsere Gedanken mit sprachlichen Zeichen so zu vermitteln, dass wir normalerweise heute sprachlich denken. Aber erstens ist es auch heute noch so, dass es viel mehr nichtsprachliches Denken gibt, als viele Philosophen heute annehmen. Und zweitens ist es ganz offenkundig, dass es vorsprachliches Denken gibt. Also die Kinder beginnen richtig zu sprechen, zwei Wortsätze zu bilden, so um die zwei. Und sie leisten unglaublich viel intellektuell in den ersten zwei Jahren ihres Lebens.
Es gibt sogar ein theoretisches Argument, warum offenkundig Kinder schon vor dem Spracherwerb lernen müssen. Wenn das Kind nicht verschiedene Gegenstände schon als solche unterschiedliche Gegenstände wahrgenommen hätte, hätte es nie richtig die Korrelation eines bestimmten Zeichens, Glas, mit diesem Gegenstand vollbringen können. Mhm. Wie gesagt, da das in einer Zeit passiert, an die wir uns nicht erinnern können, erleben wir das nicht. Aber wir haben einen sehr interessanten Text, den ich ausführlich zitiere in meinem Buch, von einer Person, die sich erinnern konnte, wie sie zum ersten Mal begriffen hat, dass bestimmte Zeichen mit bestimmten Gedanken korreliert sind. Und das als eine unglaubliche Erfahrung schildert. Wissen Sie, wer das ist? Es muss eine Person sein, die relativ spät sprechen gelernt hat. Denn wir erinnern uns an unseren Spracherwerb nicht, weil unser Gedächtnis selten bis vor unsere 2 Jahre zurückgeht. Die Person ist Helen Keller. Helen Keller wurde im 2. Lebensjahr sowohl blind als auch taub, was eines der schrecklichsten Schicksale ist, die man sich vorstellen kann. Sie lebte fast wie ein Tier zu Hause, also benahm sich, griff Essen, wenn sie wollte, verrichtete ihren Stuhlgang in der Wohnung, wo immer sie wollte, also wie ein kleiner Hund. Und die Eltern haben dann diese großartige Anne Sullivan angestellt, die selber blind war und die verstanden hat, das Kind ist hochintelligent. Auch wenn es natürlich nicht kommunizieren konnte. Hatte nur den haptischen Sinn. Und sie hat verstanden, das Kind muss jetzt Sprache lernen. Und als das Kind 6 Jahre war, begann es, mit ihr Übungen zu machen. Es hat das sogenannte Normalphabet, beigebracht. Und da Helen Keller 6 Jahre alt war, erinnert sie sich sehr gut. Und als sie später dann in Radcliffe, dem weiblichen College der Harvard University, studierte und ihr großartiges Buch schrieb My Life, schildert sie, wie sie sich genau erinnert, dass Anne Sullivan begann, unterschiedliche haptische Zeichen in ihre Hand zu machen. Und zuerst dachte sie, es ist einfach Spaß. So wie Kinder im ersten Jahr lallen. Sie wiederholen die Laute, die die Eltern bringen, aber haben überhaupt keine Idee, dass diese Laute für irgendetwas stehen. Und so hatte sie am Anfang gedacht, das ist einfach ein Spaß, den sie ihr macht. Aber sie lernte, bestimmte haptische Zeichen zu unterscheiden, die Anne Sullivan ihr machte. Und nachdem sie mehrere Wochen das gemacht hatte, merkte sie, dass Anne Sullivan bestimmte Zeichen, die sie inzwischen unterscheiden konnte, wiederholte und dann ihre andere Hand und das Wasser stand. Und plötzlich machte es Klick. Das ist das Zeichen für Wasser. Und innerhalb von wenigen Wochen lernte sie haptische Zeichen für hunderte von Worten. Das war natürlich nur möglich, weil sie die verschiedenen Gegenstände schon unterschieden hatte. Sonst wäre sie nie in der Lage gewesen, mit den haptischen Zeichen die Begriffe zu korrelieren. Und sie schildert eben diese eigentlich, mein Gott, was ist das für eine Erreicherung meines Affen? Nun kann ich, sie konnte ja nicht sprechen, sie konnte ja nicht hören, was die anderen sagten, sie konnte nicht sehen, aber ich kann auf diese Weise das, was ich gerade gedacht habe, anderen Menschen mitteilen. Und am Ende schreibt sie ein Buch, das eines der schönsten Bücher ist, über die Entwicklung eines geistigen Menschen mit nur 20 Jahren an der Harvard University. Das ist das Beispiel. Und ausgehend von diesen Überlegungen geht jetzt die Frage, wieso konnte Helen Keller die Sprache überhaupt lernen? Wie konnte sie überhaupt lernen? Weil sie und Anne Sullivan erstens bestimmte Zeichen unterscheiden konnten. Wir brauchen eine Fähigkeit der Unterscheidung verschiedener Zeichen, um überhaupt eine Sprache zu lernen. Das ist eine der Hauptprobleme zum Beispiel, warum es völlig aussichtslos ist für mich, jemand wie mich, der 62 ist, Chinesisch zu lernen. Ich höre die Tonhöhenunterschiede nicht. Und wenn man die Tonhöhenunterschiede nicht hört, ist man verloren gegenüber der chinesischen Sprache. Frau Wang, Sie werden das bestätigen können, dass es nicht möglich ist. Also, aber man muss auch unterscheiden können zwischen den verschiedenen Gegenständen. Wenn Anne Sullivan nicht verstanden hätte, dass das Wasser ist, was sie über die Hand laufen lässt, hätten sie nie das Wort lernen können. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Welt in einer bestimmten Weise strukturiert ist, die wir alle gleich wahrnehmen. Natürlich gibt es einzelne Abweichungen, aber es gibt Sprachskeptiker wie Quine, die argumentiert haben, ja, woher wissen wir, auch wenn wir auf etwas weisen, dass
ein bestimmter Gegenstand gemeint. Das Argument, das Quine verwendet, ist, die gehen in ein fremdes Land und da sagt jemand Gagawai und weist auf einen Hasen, auf ein Kaninchen. Woher wissen Sie, dass er Kaninchen meint und nicht etwa Kaninchennabel? Nun, die Antwort darauf ist, dass organische, dass Katzen oder Kaninchen, Organismen sind einfach in einer ganz anderen natürlichen Weise eine Einheit als einzelne Organe. Und jeder, der will, dass der andere die Sprache erlernt, geht davon aus, dass man dem Kind zunächst den Begriff für Hasen beibringt, als den für Hasennabel. Ich bin überzeugt, Sie alle, wenn Sie Kinder gehabt haben und ihnen Stofftiere geschenkt haben, haben Sie die Worte, die Sie mit den Stofftieren in Verbindung brachten, auf das Tier als Ganzes bezogen und nicht auf den Nabel des Tieres oder auf andere, auf Wimpern des Tieres oder was auch immer. Das heißt, es gibt eine natürliche Weise, die Welt einzuteilen. Und damit ergeben sich, und das ist sozusagen ein sehr interessanter philosophischer Teil meines Buches, bestimmte Annahmen über die Natur der Wirklichkeit. Wenn die Wirklichkeit nicht in einer bestimmten Weise strukturiert wäre, könnten wir einander gar nicht verstehen. Ja, werden Sie jetzt sagen. Aber woher wissen wir, dass wir einander verstehen? Da gibt es folgendes Argument. Wenn Sie mich jetzt kritisieren und sagen, das ist alles falsch, was Sie sagen, machen Sie eine Voraussetzung, dass Sie mich richtig verstanden haben. Denn sonst ist Ihre Kritik wertlos. Und das heißt, de facto machen wir alle die Voraussetzungen, wenn wir einander, miteinander sprechen, einander kritisieren, dass wir im Prinzip einander verstehen können. Und wenn wir nun zeigen können, dass wir einander nur verstehen können, wenn bestimmte Annahmen nicht nur über den menschlichen Geist, sondern auch über die äußere Welt gelten, dann haben wir eine wichtige Einsicht gewonnen. Natürlich ist es so, dass unser Wortschatz normalerweise weit über das hinausgeht, was sich auf die äußere Welt bezieht. Wir haben ja nicht nur Wörter für Glas, Hase, Brille oder was auch immer, sondern auch für unsere Innenseite. Aber auch das ist philosophisch sehr interessant. Sie erwägen etwas. Was heißt eigentlich erwägen? Woher kommt das Wort erwägen? Ja, natürlich. Warum? Weil das die einzige Weise ist, in der Sie Ihre mentalen Vorgänge einem anderen klar machen können. Sie können Ihre mentalen Vorgänge einander ja nur klar, einem anderen nur klar machen, wenn Sie auf etwas Bezug nehmen, das er aus der äußeren Wirklichkeit kennt. Denn wir haben gemein, wir sehen beide das Glas. Aber Sie haben keinen direkten Zugang zu meiner Innenseite. Wenn ich Ihnen also klar machen will, welchen bestimmten mentalen Akt ich annehme, kann ich das, habe ich nur dann eine Chance, damit zu gelingen, damit Glück zu haben, wenn ich erstens eine Metapher dafür finde. Deswegen sind Metaphern absolut notwendig in menschlichen Sprachen. Begreifen ist eine Form des Greifens. Und wenn gleichzeitig wir das Aha-Erlebnis kennen. Aha, jetzt habe ich es begriffen. Und dieses Begriffen ist ein Gefühl des intentionalen Zutreffens, das ich beobachte, wenn ich die Flasche greife. Das ist analog dazu. Ich erwäge, ich tue Pro- und Kontra-Argumente und sage, welche sind stärker, welche sind besser. Das ist dasselbe, wie wenn ich zwei Dinge auf eine Waage tue und sehe, was gibt den Ausschlag. Alle unsere Begriffe für Mentales gehen letztlich auf solche Metaphern zurück, und zwar begriffsnotwendig. Und damit bilden wir dann einen Wortschatz für unsere mentale Welt auf. Auch das ist nur möglich, weil zum Beispiel erstaunliche Analogien zwischen dem Physischen und dem Mentalen bestehen. Ich will jetzt aufhören, ich habe zu lange gesprochen, aber ich wollte Ihnen einen Überblick geben über einige der Fragen, die mich in diesem Buche beschäftigen. Das Buch ist ein erkenntnisoptimistisches Buch. Ich gehe davon aus, dass wir im Prinzip einander verstehen können. Ich glaube, und das zu zeigen würde weit in die Nacht hineinführen, das zu zeigen und dass letztlich die Prinzipien, die wir unbewusst schon verwenden, wenn wir Sprache erwerben, als Kleinkinder, wenn wir diese Prinzipien explizit machen, sind auch Prinzipien, die letztlich erklären, wie wir als Entzifferer fremder Sprachen in eine fremde Sprache hineinkommen können. Professor Hösle, Sie haben
eindrücklich und nahezu sinnlich uns die Grundproblematik vermitteln können. In Worten, die sehr verständlich und klar waren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, nehmen Sie an, und so habe ich es auch in dem Buch gelesen, dass für das Einanderverstehen oder auch die Welt verstehen, das gemeinsame Dritte, das Tertium Comparationis, vorausgesetzt ist und vorauszusetzen ist. Nämlich, dass wir uns in einer Natur, wo wir selbst Teil der Natur sind, bewegen, die von allen gewissermaßen gleich identifiziert werden kann, mit Hilfe von Zeichen, Zeigen und Sprache. Das setzt aber voraus, dass die Natur auf dem ganzen Globus und darüber hinaus im Universum eine gewisse Vernunft selbst hat, eine gewisse Ratio, eine gewisse Gesetzmäßigkeit hat. Hätte sie sie nicht, käme alles ins Wanken. Vollkommen richtig. Denn dann wäre es nicht mehr klar, was man meint, weil morgen Naturgesetze anders wirken oder neue Gesetze auftreten, die wir noch nicht kennen. Und das ganze Bezugsmuster sich auflösen würde, des Verstehens und damit auch der Sprache. Was ist noch einmal, Sie haben es eben schon gesagt, aber vielleicht zum Grundverständnis dieser Problematik. Was ist Ihre Annahme, nach ausführlichem Abwägen, dass es dieses gemeinsame, sozusagen in sich vernünftige, gesetzmäßig strukturierte, diese Welt gibt, die außerhalb von uns existiert? Ja, also übrigens Annahme, Voraussetzen sind natürlich auch Begriffe, die aus physischen Akten gehen, nehmen, setzen. Das sind Akte, die wir zunächst einmal voraussetzen und die zunächst einmal sich auf Physisches beziehen und werden dann übertragen auf bestimmte mentale Operationen. Ja, also das entscheidende Argument ist das Argument, das ich am Ende angedeutet habe. Also das genau auszuführen würde natürlich relativ lange Diskussionen, auch zur Logik und so weiter voraussetzen. Aber es ist dieses Argument, dass letztlich, wenn ich diese Voraussetzungen nicht mache, wir einander nicht verstehen könnten. Wenn wir aber einander nicht verstehen könnten, ist die ganze Idee, diesen Abend hier zu organisieren und überhaupt miteinander ins Gespräch zu treten, sinnlos. Insofern, da wir immer schon in dem Akt des einander intellektuell Befragens, Diskutierens, Kritisierens sind, muss ich davon ausgehen, dass dass die Welt so strukturiert ist, dass dies möglich ist. Das scheint mir das relativ schlichte Argument. Natürlich kann man sagen, aber wie ist das möglich, dass die Art, wie wir denken müssen, so dass wir einander verstehen können, einen Einfluss auf die Welt hat? Die Menschen sind ja sehr viel später als die Welt entstanden. Nun, das führt zu interessanten philosophischen Fragen. Eine Konsequenz dieser Annahme ist, dass eben die Vernunft nicht einfach etwas Menschliches ist. Es gibt eine objektive Vernunft in der Welt, der wir uns annähern. Also es gibt ein Verhältnis zwischen Sein und Bewusstsein. Ja, und es ist nicht in der Struktur. Einfach so, es ist strukturell so. Und es ist nicht einfach so, dass das Bewusstsein ein merkwürdiges Resultat ist, das aus irgendwelchen Gründen im Sein einmal auftaucht. Schauen Sie, eine Frage, die ich auch in dem Buch behandle, ist das berühmte Leib-Seele-Problem. Es ist sehr verbreitet, heute die Auffassung, dass unsere mentalen Ereignisse supervenieren, also das, was in unserem Denken passiert, über bestimmten elektrochemischen Prozessen in unserem Gehirn. Ich bestreite das nicht notwendig. Das heißt, dass nur wenn bestimmte Dinge in unserem Gehirn passieren, wir bestimmte Gedanken haben können. Mag sein, dass das so ist. Ich weiß es nicht. Aber das ist die alte Wolf-Singer-Debatte. Genau. Was klar ist, ist, dass wenn das so ist, wir annehmen müssen, dass die Welt notwendig so eingerichtet ist, dass die psychophysischen Gesetze, die also elektrochemische Ereignisse in unserem Gehirn mit bestimmten Denkakten korrelieren, so sind, dass die mentalen Akte, die in rationalen Denken aufeinander folgen,
schlüssige Wahrheit hervorbringen können. Denn wenn ich das nicht annehme, dann kann ich die ganze Theorie, dass unser Gehirn, die ganze Theorie über das Verhältnis von Gehirn und Seele, die ganzen naturwissenschaftlichen Theorien über elektrochemische Prozesse im Gehirn, die Evolutionstheorie, auf die sie sich gründet, überhaupt nicht ernst nehmen. Das heißt, um sie ernst zu nehmen, muss ich annehmen, dass unsere Denkprozesse nicht einfach zufälligerweise wahrheitsfähig sind. Und sie sind nur dann nicht zufälligerweise wahrheitsfähig, wenn die Gesetze, die unser Denken mit unserem Gehirn korrelieren, teleologisch ausgerichtet sind. Das heißt, so ausgerichtet sind, dass unser Denken, dass sie ein Denken hervorbringen, das wahrheitsfähig ist. Jetzt werden Sie sagen, das hört sich alles doch irgendwie an, wie man das von früher mal gesagt hatte, dass Gott die Welt in eine bestimmte Weise eingerichtet hat. Ja, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten mit den beiden Ideen. Das ist nicht der objektive Idealismus, den ich vertrete, ist nicht ganz dasselbe wie der klassische traditionelle Theismus, aber er steht dem Theismus näher als den Formen des Materialismus, die heute vorherrschend sind. Die Formen des Materialismus können nicht erklärlich machen, wieso wir unserem Geist vertrauen können, wenn unser Geist nichts anderes ist als ein Willkürprodukt, irgendwelche Korrelationen zwischen elektrochemischen Prozessen bringen irgendwelche Gedanken hervor. Wir müssen unseren Geist ernst nehmen können, wenn wir überhaupt ernsthaft philosophieren wollen. Das ist das, was die Idee dahinter ist. Ich möchte übrigens auch noch ein paar Dinge sagen, die impliziert waren in dem, was Sie sagen. Natürlich gibt es die Erfahrung, dass wir einander nicht verstehen. Die Erfahrung, dass wir einander nicht verstehen, basiert aber normalerweise auf der Auffassung, dass wir verstehen, das kann er nicht gemeint haben, sonst würde er sich nicht so verhalten haben. Das heißt, sie basiert zunächst auf der Erfahrung, aha, hier habe ich den anderen, ich verstehe, das kann er nicht gemeint haben. Das heißt, ich nehme auch hier an, dass er in einer bestimmten Weise rational denkt. Und deswegen kann er das jetzt nicht gemeint haben und ich bin trotzdem noch nicht in der Lage, genau zu verstehen, was er sagt. Das heißt, was ich sagen will, ist, wie bei der Wahrnehmung. Es gibt natürlich Wahrnehmungstäuschungen. Aber Wahrnehmungstäuschungen werden als Wahrnehmungstäuschungen nur bewusst, weil ich im Prinzip korrekte Wahrnehmung haben kann. Ich sehe ein Tier in meinem Garten, lebe in Amerika. Ich denke, es ist ein Raccoon. Ja, es ist ein Waschbär. Es ist ein Waschbär. Nächsten Abend sehe ich ihn wieder und schaue genauer hin. Es ist dasselbe Tier, weil es dieselbe Zeit ist. Ich schaue genau hin, ich sehe es nur Possum. Ja? Dann weiß ich, gut, ich habe mich geirrt. Aber ich weiß, dass ich mich geirrt habe, weil ich annehme, jetzt habe ich mich korrekt verhalten. Und so ist es eben normalerweise dasselbe, wenn ich jemanden missverstanden habe. Natürlich können wir einander missverstehen, wie wir Fehlwahrnehmungen haben können, Fehlleistung unseres Gedächtnisses. Aber wir wissen um diese Phänomene nur, weil wir im Prinzip sie als Fehlleistungen perzipieren und einstellen können. Sonst wären wir gar nicht in der Lage. Oder wir haben nicht die Absicht oder nicht die Fähigkeit, den anderen zu verstehen. Das kann natürlich sein. Und das ist evidenterweise häufiger der Fall, zum Beispiel im Fall der Sprache. Die einfachste Weise, eine Sprache zu lernen, ist, dass wir interagieren mit einer Person, die die Sprache schon kann und die willens ist, uns zu helfen, die Sprache zu lernen. Wir müssen aber eben auch ein bestimmtes Alter haben, das Zeitfenster, in dem man Fremdsprachen lernen kann, schließt sich. Und wenn bestimmte phonetische Differenzierungsleistungen erforderlich sind, schließt es sich noch schneller, als wenn es um die Frage der Unterscheidungen etwa grammatischer Kategorien besteht. Also insofern ist es klar, dass all diese Phänomene des Missverstehens existieren und vornehmen können. Dann gibt es den zweiten Fall des Spracherwerbs, wo ich zwar den Sprachaustausch zwischen zwei Sprechern einer Sprache, die ich nicht kenne, beobachten kann, aber nicht selber mit ihnen interagieren kann. Das ist, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir an, die Briefe in einer Fremdsprache habe, die ich nicht kenne, aber ich weiß, der eine reagiert auf den anderen. Da kann ich nicht Fragen stellen, was meinst du eigentlich damit, wo mir der andere dann zeigen kann, was er meint. Aber immerhin gibt es einen Austausch zwischen den beiden. Und der schlimmste Fall ist, wenn ich vor einem einzelnen Text bin, der als solcher in einer Fremdsprache ist. Und da kann es natürlich sein, dass ich den Text nie werde entziffern können. Warum? Weil der Text,
weil die Möglichkeiten nicht gegeben sind. Also es besteht eine Unterbestimmtheit. Ich habe nicht genügend Informationen, um zu sagen, das ist die einzige sinnvolle Interpretation des Textes. Ich kann zwar philosophischen Gründen annehmen, der Text muss einen Sinn haben. Er muss im Prinzip rational sein. Aber er kann über sehr verschiedene Gegenstände handeln und je nach Gegenstand entsprechend rational sein. Und da meine ich, ist es wichtig, dann offen zuzugeben, der Diskurs von Phaistos werden wir nie entziffern können, sofern wir nicht andere Texte in dieser selben Sprache und Schrift finden. Diskurs von Phaistos, vielleicht waren Sie mal in Kreta, ist ein berühmter Diskurs mit Zeichen, den niemand entziffert hat. Wann können wir einen Text entziffern? Etwas, was zum Beispiel sehr hilfreich ist, ist, wenn wir Bilinguen oder Trilinguen haben, also Texte in mehreren Sprachen und wir eine Sprache schon kennen. Dann wissen wir, dieser Text muss diese Bedeutung haben, die wir aus der Übersetzung kennen. Der berühmte Stein aus dem Nildelta. Genau, Rosette, der Stein von Rosette. Nicht ohne den Stein von Rosette hätte ich auch selbst ein Genie wie Champollion die ägyptischen Hieroglyphen nicht entziffern können. Das sind Dinge, die einem helfen können. Aber die Methodik ist rational. Es gibt eine Methodik, mit der man versucht, an die Entzifferung von Sprachen zu gehen. Und es wird im Wesentlichen davon abhängen, ob wir genügend Brücken haben, etwa in eine andere Sprache, um zur Übersetzung zu gelangen. Wenn die Sprache verwandt ist mit einer anderen Sprache, haben wir natürlich auch eine viel leichtere Möglichkeit, sie zu begreifen, als wenn wir sie nicht kennen. Das heißt, ich behaupte nicht, dass wir nie dass wir immer sprachliche Äußerungen verstehen können. Aber die Erfolge sind relativ groß gewesen, seitdem man die sinnvollen Methoden gebracht. Und die sinnvollen Methoden sind, das Davidson-Problem ist immer, dass ich davon ausgehen muss, in dieser sprachlichen Äußerung geht es um ein bestimmtes Thema. Kryptografen, die versuchen zum Beispiel verschlüsselte Geheimdienstnachrichten zu entschlüsseln. Woran hängt fast alles? Dass sie eine Crypt finden, das ist der englische Fachterminus. Das heißt, etwas, wovon sie ausgehen, das muss irgendwie in der Nachricht drin sein. Und was war eine ganz wichtige Crypt bei den Entschlüsselungen von Kryptografen im Zweiten Weltkrieg? Ja? Das Wetter. Denn das Wetter ist etwas, was wir äußerlich gemeinsam haben. Man weiß, welches Wetter ist. Und man geht davon aus, dass der U-Boot-Fahrer dem anderen U-Boot-Fahrer bestimmte Informationen über die Wassertemperatur gibt. Und dann nimmt man davon aus, diese Information muss irgendwie verschlüsselt sein. Und das ist sozusagen eine der Möglichkeiten, reinzugehen. Natürlich hilft es, wenn man dann den Entschlüsselungsplan erfindet. Aber immer wieder bricht man in verschlüsselte sprachliche Systeme ein, weil wir davon ausgehen, dass eine bestimmte Nachricht da sein muss. Ich habe zwei Fragen. Zumindest eine könnten Sie vielleicht noch erläutern. Also ich habe nicht alle, aber die zwei wichtigsten. Die wichtigste wäre für mich, Hermeneutik als Wissenschaft, als Methodenlehre zum Verstehen, insbesondere von Texten. Wie ist jetzt das Verhältnis zwischen Verstehen und Wahrheit? Sie sprechen ja von beiden, von Verstehen und von Wahrheit. Irgendwann kommt es zur Wahrheit. Was ist in diesem Zusammenhang mit Hermeneutik die Wahrheit? Ja, also zunächst einmal gehe ich mit Nachdruck davon aus, dass ich einen Text verstehen kann, ohne zu wissen, ob er wahr ist. Das ist ja häufig der Fall. Sie haben mir jetzt zugehört. Ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich gesagt habe, aber ich hoffe, Sie sind noch nicht überzeugt, dass ich recht habe. Sondern Sie sagen, der hat ja so einiges behauptet, jetzt wollen wir es mal nachlesen, ob das plausibel ist oder nicht. Das heißt, immer wieder werde ich konfrontiert mit Dingen, die ich verstehe, ohne zu wissen, ob sie wahr sind. Es muss im Prinzip möglich sein, zu verstehen, ohne schon eine Entscheidung zu treffen, ob etwas wahr ist, denn sonst würde ich ja nur meine Vorurteile wiederholen. Wenn ich etwas Neues lerne, weiß ich noch nicht, ob es wahr ist, aber ich muss in der Lage sein, es zu verstehen, um zu entscheiden, ob es wahr ist oder nicht. Übrigens, erlauben Sie mir eine kleine politische Nebenbemerkung.
Es wird ein unglaublicher Schundluder getrieben, etwa von dieser unsäglichen Frau Krone-Schmalz-Ried, mit einem Missbrauch mit dem Wort Verstehen. Das Wort Verstehen meint sehr vieles. Und wir hören jetzt immer, man müsse Russland verstehen. Damit meint man zwei ganz verschiedene Dinge. Entweder wir wollen verstehen, was Herr Putin für Absichten hat. Und ich bilde mir ein, dass ich diese Absichten zum Beispiel relativ gut verstanden habe, in meinem Aufsatz von 2015, warum Russland heute viel gefährlicher ist als die Sowjetunion. Und dem ich voraussage, was derzeit passiert. Das heißt, verstehen, ich will die mentalen Akte des Herrn Putin verschließen. Und dann gibt es das Verstehen im Sinne von, irgendwie kann ich das ja nachvollziehen. Das ist ein völlig anderer Begriff. Wenn ich die Protokolle der Wannsee-Konferenz lese, verstehe ich sehr genau, was da vor sich geht. Nämlich der Plan des größten Massenmordes der Geschichte. Das ist so deutlich, da gibt es keine hermeneutischen Probleme. Wer Deutsch kann, weiß, dass da beschlossen wird, Millionen von Menschen zu vergasen. Heißt das, dass ich das verstehe im Sinne, dass ich das für gut halte, was die Leute behalten haben? Evidenterweise nicht. Das heißt, ich kann verstehen, wenn jemand verbrecherische Pläne hat. Ich kann verstehen, wenn jemand Nonsens lehrt, wie zum Beispiel, dass die Ukraine keine Eigenstaatlichkeit hat. Ich habe die Rede von Herrn Putin sehr genau verstanden, die er am Tag vor der Invasion begonnen hat, indem er bestritt, dass die Ukraine ein eigenes Land ist, so ein illegitimes Regime. Verstehen heißt nicht, zu halten, dass man für richtig oder für moralisch akzeptabel hält. Das sind völlig unterschiedliche Aufgaben. Auf der anderen Seite spielt meine, und das ist gegen Gadamer gerichtet, denn Gadamer hat ja letztlich die Auffassung, dass er hat meines Erachtens zur Konfusion der beiden Wahrheiten, der beiden Verstehensbegriffe beigetragen. Weil es gibt Wahrheitserfahrungen in dem Verstehensprozess, ja, aber es gibt auch Falschheitserfahrungen. Manchmal verstehe ich, dass jemand unglaublich falsch denkt oder unglaublich unmoralisch denkt. Allerdings ist es so, dass mit dem Davidson'schen Argument wir durchaus sagen können, dass Verstehen nur möglich ist, weil in der Mehrzahl der Fälle die Menschen nicht unbedingt in moralischen Fragen, weil da Interessen unsere Einsicht trüben und bewusst gelogen wird, sondern bei der Beschreibung der äußerlichen Wirklichkeit nicht zu viel irren können. Das hat mit dem Argument, das ich vorher genannt habe. Wenn ich dem Kind sage, das ist eine Pfanne, dann wird das Kind evidenterweise das Wort Pfanne auf das Glas anwenden. Und wenn ich selber zwischen Pfannen und Gläsern nicht unterscheiden kann, dann wird das Kind verwirrt sein und vermuten, dass das Wort Pfannen und Gläser zugleich hat. Der Punkt ist, man kann letztlich nur dann eine Sprache erlernen, nicht nur, wenn man davon ausgeht, dass der andere die Sprache beherrscht, also die Zeichen für die Gegenstände kennt, sondern auch die Welt richtig kategorisiert, richtig unterscheidet. Das ist eines der wichtigen Argumente von Davidson. Das ist ein viel sehr interessantes Argument, weil es zeigt, dass unsere Annahme, dass wir im Prinzip in wesentlichen Dingen die Welt wahrheitsgemäß wahrnehmen können und beschreiben können. Und ausdrücken. Ausdrücken können. Eine Voraussetzung unseres Verstehens ist. Und in der Tat muss ich, wenn ich einen Text verstehe, zunächst einmal davon ausgehen, das ist der Vorgriff der Vollkommenheit, von dem Gadamer spricht. Der Text hat wahrscheinlich einen bestimmten Teil von Wahrheit in sich. Wenn ich jetzt eine Eichendorff-Strophe zitiere: Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Jetzt habe ich den Moment, wo ich das verstanden habe, Wort für Wort. Wo steckt jetzt die Wahrheit? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist nun ein etwas anderes Problem. Das ist das Problem, inwiefern kann man in Dichtung von Wahrheit sprechen. Denn Dichtung ist ja normalerweise fiktional. Quasi Lüge. Wenn ich einen Roman lese, dann weiß ich, dass das nicht ein historisches Werk ist.
Und häufig gibt es sozusagen Signale, die einen andeuten, schon einem Kinde andeuten, dass das, was jetzt erzählt wird, eben nicht ein historischer Bericht ist. Wenn ich einem kleinen Kind sage, es war einmal, versteht das Kind gewöhnlich korrekt, dass der König, der einmal war, keine historische Figur ist. Das, also bestimmte Formeln, die sozusagen Fiktionalität andeuten. Übrigens, auch das ist ein wichtiger Aspekt dessen, was ich am Anfang gesagt habe. Kinder können fiktionale Sprachen nur reden, nur lernen, nachdem sie korrekte beschreibende Sprache gelernt haben. Nur wenn ich weiß, was ein Wolf ist, ich muss ihn nicht unbedingt gesehen haben, aber ich habe Bilder von Wölfen gesehen, es ist mir erklärt worden, dass Hunde den Wölfen ähnlich sind, aber dass die Wölfe gefährlicher sind und eben auch Menschen anfallen können und so weiter. Nur wenn ich einen solchen Begriff über die Realität habe, kann ich dann Rotkäppchen verstehen. Wenn man den Kindern von Anfang an nur fiktionale Geschichten erzählen würde, könnten sie die gar nicht verstehen, weil ich ihnen sagte, der Spracherwerb zunächst einmal damit ansetzen muss, dass ich bestimmte Wörter mit bestimmten real erfahrbaren Gegenständen korrelieren. Ich sagte nicht sichtbaren, weil Helen Keller nicht sehen konnte und trotzdem sehr gut Englisch gelernt hat. Insofern, Fiktionalität ist ein zweiter Schritt. Warum benutzen wir fiktionale Rede? Da meint sicher Herr Dr. Hohmann, dass wir immer wieder die Erfahrung machen, dass wir durch fiktionale Rede Erkenntnisse über die Wirklichkeit haben können, die wir sonst nicht hätten. Und sicher ist einer der Gründe für fiktionale Rede am Anfang der Menschheit auch der gewesen, dass man durch indirekte Rede, wie allgemein indirekte Rede, Verletzungen vermeiden kann. Wenn ich jemandem einen dummen Vortrag sage, das war ja wirklich sehr interessant, was Sie sagten, ist das weniger verletzend, als wenn ich sage, das war sehr dumm. Und ebenso, wenn Nathan zum König David geht und sagt, es gibt einen reichen Mann im Lande, der hatte viele Lämmer, und dann gab es einen Nachbarn, der hatte ein einziges Lamm, und er ließ ihn töten, damit er dieses Lamm seine eigenen Herde zuschlagen kann, und König David aufspringt und sagt, der Mann ist des Todes, und Nathan sagt, du bist es selber, du hast einen großen Harem und hast jetzt Uriah, den hethitischen General, töten lassen, weil du seine Frau Bathsheba im Bett haben wolltest, dann ist der König eher verlegen, wenn er von Anfang an reingekommen wäre und gesagt hätte, du hast das getan, hätte ihn der König hinrichten lassen. Aber nachdem das jetzt meine fiktionale Geschichte eingezählt hat, wo ich sehr normal reagiert, dass das ein schweres Unrecht ist, ist es etwas schwierig für den König, ihn hinrichten zu lassen. Nachdem er gerade gesagt hat, dieser Mann, der das getan hat, ist des Todes. Das heißt, Fiktionalität hat häufig, wie die Ironie, indirekte Beschreibung, eine Funktion, uns Dinge, die direkt zu hart sind, vermittelbar zu machen. Aber es gibt andere Funktionen von Literatur. Und eine andere Funktion von Literatur ist sicher, dass Literatur paradoxerweise gerade dadurch, dass sie, was die Tatsachen angeht, nicht die Wahrheit sagt, uns bestimmte Wesensgesetze der Wirklichkeit besser zu erfassen erlaubt. In der Literatur findet häufig eine unglaubliche Verdichtung statt. Banales Beispiel, Schillers Fiesco. Fiesco ist ertrunken. Der reale historische Fiesco ist ertrunken, und daher stieg auf ein Schiff und er hat eine schwere Rüstung, fiel ins Wasser, und wenn Sie eine schwere Rüstung haben, ertrinken Sie, können Sie nicht schwimmen. Bei Schiller wird Fiesco ins Wasser gestoßen. Es ist kein Unglück, sondern es ist ein Mord. Natürlich macht es Schiller, um auszudrücken, erstens, dass es legitim ist, jemanden, der eine Tyrannei anstrebt, ins Wasser zu stürzen. Also es ist eine moralische Wahrheit, die er uns mitteilen möchte. Aber er will auch gleichzeitig plausibel machen, dass eine Person, die sich wie Fiesco extrem manipulativ verhält und versucht, eine Gewaltherrschaft in der Republik Genua zu bringen, normalerweise auf hartes Widerstreben stoßen wird. Und das ist meistens nicht, dass er keine Freunde haben wird, die ihn unterstützen. Das heißt, er verändert das historische Faktum, um bestimmte Wahrheiten auszudrücken, die er für moralisch wichtig hält und die auch Licht werfen auf Probleme, auf die Tyrannen häufig stoßen. Und da hat er keine Hemmung,
obwohl er genau weiß, dass das nicht stimmt, das entsprechend zu ändern. Also Funktion, und dann gibt es natürlich in der Literatur eine Freude an der inneren Kohärenz des Kunstwerkes. Man will eine bestimmte Kohärenz des Kunstwerkes haben, weil das einen ästhetischen Genuss verspricht. Oder am Spiel. Ja, genau, genau. Und dieses Spiel ist normalerweise ein intelligentes Spiel, wenn es eben bestimmte formale Möglichkeiten von Sprache ausnutzt oder eben bestimmte Gedankenexperimente verfolgt. Also, ich möchte jetzt meine Fragen, ich habe Zettel voll, nicht weiter privilegiert vom Tisch herab stellen, sondern möchte Sie bitten, an diesem Gespräch teilzunehmen. Und Sie sehen, Herr Hösle ist um nichts verlegen, was immer Sie fragen. Er weiß schon, schöne Antworten zu geben. Also bitte. Was liegt Ihnen auf dem Herzen, im Sinn? Vielen Dank. Toller Vortrag. Also das war sehr lebendig, sehr wunderbar. Ich habe eine Frage zu dieser behaupteten Vernunft in der Realität. Das heißt also, es muss sozusagen eine Homöomorphie oder sowas zwischen unserem Denken und der Realität geben in diesem Sinn. Und das wird dann meistens mit solchen statischen Beispielen benannt, also Glas, und wir denken das Glas und das Objekt, das müssen wir irgendwie einheitlich wahrnehmen. Meist wird nicht unbedingt dabei berücksichtigt, dass wir also auch in der zeitlichen Erstreckung das natürlich dann auch so wahrnehmen müssen. Das heißt also, wir müssen, wir müssen uns daran erinnern, wir müssen also temporal identisch sein, und das Ding selber darf sich auch nicht sehr verändern. Es kann sich ein bisschen verändern, aber es muss ungefähr am selben Ort bleiben, es muss, und solche Dinge. Also solche Beispiele denken wir. Wie ist es nun, wenn diese zeitlichen Erstreckungen extrem unterschiedlich verlaufen? Das heißt also, wir haben sozusagen eine gewisse Geschwindigkeit, eine Lebensgeschwindigkeit, und auf der anderen Seite gibt es eine Realität, die wir vielleicht wegen ihrer Schnelligkeit gar nicht wahrnehmen. Also beispielsweise Fliegen, ja, das Leben, was eine Fliege wahrnimmt, beispielsweise. Das ist ein Teil der Realität, der uns wirklich nicht konzeptuell nicht naheliegt. Das können wir nur mit technischen Hilfsmitteln dann irgendwann machen. Oder umgekehrt, wenn die Veränderungen von so langsamer Dauer sind, dass wir sie nicht wahrnehmen, also historische Prozesse etwa, die sind, die sich vielleicht über Jahrzehnte erstrecken. Das heißt also, diese Ungleichzeitigkeit, da ist es doch so, dass wir feststellen, wir nehmen eben nur einen Teil der Realität wahr, oder wir können nur direkt einen Teil der Realität wahrnehmen, und alle anderen Sachen müssen wir irgendwie mit Hilfsmitteln uns erschließen. Oder wenn es Diskontinuitäten in unserem eigenen, also stellen wir uns vor, wir wären Schmetterlinge, ja, die sich irgendwann verpuppen und dann als ganz was anderes, in gewisser Weise sind wir es auch, es gibt die Pubertät, ja, also das ist schon auch so. Aber wie gesagt, das sind solche sozusagen logischen Möglichkeiten, die, sagen wir mal so, in dieser Theorie dann eben bedacht werden müssten. Also ganz herzlichen Dank für diese ausgezeichnete Frage. Ich glaube, Sie sprechen für zwei begrifflich relativ unterschiedliche Probleme an. Das erste Problem ist,
Was sind die Voraussetzungen, dass wir uns auf eine gemeinsame Wirklichkeit beziehen können? Also zunächst einmal ist es ja völlig richtig, was Sie sagen, dass Sie zum Beispiel, Herr Hohmann hat jetzt eine andere Perspektive auf Sie als ich, weil er einfach bei Ihnen näher steht und von einer anderen Seite blickt. Also wir alle wissen, dass selbstverständlich die einzelnen Menschen unterschiedliche Perspektiven auf die Wirklichkeit haben. Aber warum wissen wir das? Weil ich natürlich auch aufstehen kann und zu Herrn Hohmann rübergehen kann. Und dann habe ich nun auf mehr oder weniger die gleiche Perspektive auf Sie, die ich noch nicht hatte, als ich da war. Das heißt, dieselbe Erfahrung, dass wir physische Gegenstände so wahrnehmen, dass wir aufgrund unserer unterschiedlichen Position bezüglich dieses Gegenstandes ihn anders wahrnehmen können und uns das entsprechend verändern. Lassen Sie mich Ihnen ein weiteres Beispiel geben, das in der Sprachphilosophie eine große Rolle spielt. Jeder, der Latein oder Griechisch gelernt hat, stellt bald fest, dass das nicht ganz stimmt mit unseren Farbprädikaten und denen der alten Griechen und Römer. Gladstone übrigens, der große britische Premierminister, hat seine Doktorarbeit geschrieben über Farbprädikate bei Homer. Hat übrigens während der Zeit, als er in der Opposition war, ein großes Werk über Homer geschrieben. Das tun heute Politiker seltener. Er hat zu Recht darauf hingewiesen, das Wort Chloros im Griechischen bezeichnet sowohl helles Grün, das Grün der Wiese, als auch Gelb. Also soll man sagen, ja, haben die eine ganz andere Farbwahrnehmung gehabt als die unsere? Nein. Und sie kannten die Farbe oder den Ausdruck Blau nicht für die Farbe? Also, es ist vollkommen richtig, in den meisten Sprachen gibt es keine 1:1 Übersetzung zwischen den verschiedenen Farbprädikaten. Warum? Und das ist doch ganz einfach. Wir haben leider keine Tafel hier, aber evidenterweise ist das Spektrum, das elektromagnetische Spektrum, kontinuierlich. Und es ist vollkommen willkürlich, wo Sie eine Linie ziehen. Und es gibt keinen Grund, eine Linie zwischen hellgrün, nicht zwischen hellgrün und dunkelgrün zu schließen, also hellgrün mit gelb zusammenzunehmen, statt mit dunkelgrün. Man kann das machen, wie man will. Und die einzelnen Kulturen tun das unterschiedlich. Was aber die Sprachrelativisten meistens vergessen zu sagen ist, es gibt keine einzige menschliche Sprache, in der es dasselbe Farbprädikat gibt für Farben, die im Spektrum getrennt sind, wenn es gleichzeitig ein Farbprädikat gibt für die Farbe zwischen den beiden. Das gibt es nicht. Ebenfalls ist es weltbekannt, haben Sie alle schon gehört, dass etwa bei den Eskimo-Sprachen es viele Wörter gibt für Tönungen des Weißes. Und wenn man in der Arktik lebt, ist es sehr wichtig, zwischen verschiedenen Weißtönen zu unterscheiden. Das kann überlebenswichtig sein. Und dann, eine kleine Frage, weshalb unterscheiden Italiener nicht zwischen Enkeln und Neffen? Das ist eine interessante Frage. Das geht aus dem Lateinischen, so, Nepos, kann beides heißen, Neffe und Enkel. Ich vermute, aber ich kann es Ihnen nicht genau sagen, dass hier einfach der entscheidende Aspekt ist, dass Sie eben eine bestimmte Form der jüngeren männlichen Angehörigen haben. Meine Frau ist Koreanerin. Im Koreanischen sind die Verwandtschaftsbeziehungen sehr, sehr interessant. Es gibt kein Wort für Bruder. Es gibt ein Wort für älteren Bruder und ein Wort für jüngeren Bruder. Und das Wort für jüngeren Bruder ist dasselbe für jüngere Schwester. Weil wenn etwas Jüngeres ist, ist das Geschlecht nicht mehr relevant. Aber wenn jemand älter ist, ist es sehr wichtig zu unterscheiden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Deswegen gibt es ein Wort für älteren Bruder. Und es gibt zwei verschiedene Wörter, ob der ältere Bruder einer Schwester oder der ältere Bruder eines Mannes ist, eines Jungen ist. Das heißt, es gibt Obba, das ist der ältere Bruder, den die Schwester so nennt. Hyong ist der ältere Bruder des Mannes und dann Dongseng für den jüngeren Bruder, aber eben auch für die jüngere Schwester. Warum? Weil in dieser Kultur das Entscheidende ist die Position in der Geschlechter. Und die Beziehungen ändern sich vollständig, ob man mit einem älteren oder mit einem jüngeren Geschwister zu tun hat. Und im Fall des jüngeren Geschwisters ist sie immer herablassend, unabhängig vom Geschlecht. Deswegen braucht man da nicht zu differenzieren. Das heißt, natürlich gibt es keine 1:1 Besprechungen zwischen den Sprachen. Es gibt unterschiedliche Aspekte. Und ja, ein anderes Aspekt des Problems ist, dass wir natürlich davon ausgehen,
dass in der Tat es Konstanzen gibt. Konstanzen wohl, sowohl in der Wirklichkeit als auch, wie Sie zu Recht sagten, in unserem eigenen Ich. So sehr wir uns auch verändern, es ist immer erklärungsbedürftig, wenn Sie Ihre Meinung radikal ändern. Wenn ich Ihnen vor 2 Jahren sage, dass ich etwas für sehr wichtig und richtig halte und nach 2 Jahren meine Meinung geändert habe, haben Sie zu Recht die Erwartung, dass ich meine Meinungsänderung irgendwie begründere. Denn sonst wird es sehr schwierig, den anderen als Mensch, als konsistentes Subjekt wahrzunehmen, wenn er mir keine Erklärung dafür gibt. Dann haben Sie das Problem angesprochen, der Wahrnehmung der Wirklichkeit durch andere Lebewesen. Und das klammere ich ausdrücklich von meinem Buche aus, weil ich sage, das ist zu schwierig, ich bin kein Biologe, ich fühle mich nicht kompetent. Ja, aber es ist ein sehr interessantes Beispiel. Und ich kann hier nur Folgendes sagen. Es ist plausibel anzunehmen, dass die Wahrnehmung eines Lebewesens in vielem zu tun hat mit dem, was für seine eigenen Aktivitäten lebenswichtig ist. Das ändert sich bei Menschen. Sich mit der E-Funktion zu beschäftigen, ist nicht lebensnotwendig. Der Begriff der Transzendenz einer Zahl hat keine praktische Relevanz. Der menschliche Geist entwickelt bestimmte Begriffe, die sich loslösen von jeder praktischen Bedeutung. Aber zum Beispiel, Sie sprachen erst von dem sich verpuppenden Schmetterling. Mehrere Insekte haben als Imago, also nach der Verpuppung, gar keine Nahrungsaufnahme mehr. Sie pflanzen sich nur fort. Es ist anzunehmen, dass die Larve, die sehr viel frisst, sozusagen eine wesentlich intensivere Wahrnehmung von Nahrungsquellen hat, während die Imago dann den Geschlechtspartner sucht. Das sind sozusagen Verschiebungen in dem mentalen Leben, in dem reduzierten mentalen Leben dieser Wesen, die zu tun haben mit den Tätigkeiten, denen sie nachgehen. Ja? Aber es ist natürlich richtig, es gibt den berühmten Aufsatz von amerikanischen Philosophen Thomas Nagel, wie fühlt man sich als Fledermaus? Ich weiß es nicht, wie man sich als Fledermaus fühlt, weil der Sinn, den die Fledermäuse haben, mit der Echo-Lotung uns abgeht. Oder wie fühlen sich Nilhechte? Die haben den elektrischen Sinn, der uns abgeht. Ja? Also wie fühlen sich die Qualia an von Sinnen, die uns versagt sind? Da glaube ich tatsächlich, wir können sehr, sehr wenig dazu sagen. Können wir annehmen, dass die Welt einigermaßen stabil ist? Naja, es ist im Prinzip nicht ausgeschlossen, dass sich Gesetze verändern. Also es gibt bestimmte Naturgesetze zum Beispiel, die existieren nur, wenn bestimmte die werden nur real, wenn bestimmte Objekte auftreten. Also die Keplerschen Gesetze der Planetenbewegung existieren erst, seitdem es sowas wie Planeten gibt. Und es wird in den ersten 3 Minuten des Universums gab es noch keine Planeten, da spielten sie noch keine Rolle. Aber wir können eine Theorie über die ersten 3 Minuten des Universums ja nur entwickeln, weil wir davon ausgehen, dass bestimmte allgemeine Gesetze immer existiert haben. Sonst könnten wir überhaupt keine Theorie entwickeln, was passiert ist in den ersten 3 Minuten. Das heißt, ich denke tatsächlich, dass Erklärbarkeit in den Naturwissenschaften davon ausgeht, dass auf der allgemeinsten Ebene der Gesetze Konstanz ist. Sonst könnten wir überhaupt keine Erklärung der Wirklichkeit haben. Ja, ich sehe hier noch einen weiteren erhobenen Finger zur Frage. Ja, ich wollte mich auch herzlich bedanken für diesen wirklich schönen und leidenschaftlich vorgetragenen und sehr, sehr klaren und lehrreichen Vortrag. Meine Frage bezieht sich auf Ihr Beispiel von dieser Helen Keller, ihren Spracherwerb. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist Ihr Kernargument ja, Menschen können sich nur deshalb sprachlich verständigen, weil es eine gemeinsame Welt gibt und diese Welt auf eine gewisse Weise strukturiert ist, die wir benennen können und die wir einfach nicht völlig beliebig strukturieren können, wo nicht jeder sich seinen eigenen Reim drauf machen kann, sondern die irgendwie auf eine Weise strukturiert ist, dass sie unseren sprachlichen Bezug darauf bestimmt und daraus ergeben sich dann intersubjektive Gemeinsamkeiten. Wenn das aber so ist, hätte sich Helen Keller das Sprechen dann nicht auch allein beibringen können? Ja, man könnte natürlich fragen, warum sollte sie das? Genau. Aber da könnte man vielleicht einwenden, naja, weil Menschen eine Freude daran haben,
die Welt zu strukturieren, zu ordnen, zu systematisieren. Das gehört irgendwie, um dieses Überbordende des eigenen Geistes vielleicht zu bändigen oder auch, weil man die Welt dadurch besser kontrollieren kann, wenn man sie strukturiert. Ja, sie hätte ja einfach hier, dann hat sie irgendwie so ein Ding und dann klopft sie dreimal und dann kommt sie auf sowas und dann klopft sie viermal und so weiter. Das hätte sie ja für sich machen können. Aber so wie Sie dieses Beispiel dargestellt haben, war das ja nicht die Art und Weise, wie sie gelernt hat zu sprechen, sondern sie hatte Durst, wollte trinken und die Eltern haben dann auf ein bestimmtes Klopfzeichen reagiert und sie hat eine Regelmäßigkeit darin festgestellt und daraus ist dann so ein Spiel entstanden. Aber bezieht sie sich dann mit diesem, sagen wir mal, dreimal klopfen bedeutet, ich will trinken, tatsächlich auf das Glas oder auf das Wasser, also auf den Gegenstand? Und, oder bezieht sie sich nicht vielmehr auf dieses Sprachspiel, das sozusagen in der Interaktion mit den Eltern entsteht? Und die Gegenstände sind eigentlich zweitrangig. Ja, also das ist jetzt natürlich auch kein Beispiel, das ich jetzt hier irgendwie extemporiert habe, das ist... So wie ich so die philosophischen Untersuchungen Wittgensteins verstanden habe. Ja, das sind ganz hervorragende Fragen. Also zunächst einmal möchte ich Folgendes sagen. Dankeschön. Wenn ich aufstehe, glaube ich, ich kann mich wieder hier setzen. Wittgenstein hat sehr zu Recht in den philosophischen Untersuchungen, von denen ja Ihre Frage beeinflusst ist, darauf hingewiesen, dass in der Sprache bestimmte Zwecke eine Rolle spielen. Und ohne Zweifel ist das ein wichtiger Aspekt des Spracherwerbs. Unsere Vorfahren müssen die Sprache auch deswegen erworben haben, weil sie nur so menschliche Handlungen so koordinieren konnten, dass sie Zwecke, die alle haben wollten, erreichen konnten. Ist klar, dass Großwildjagd unglaublich begünstigt wurde, als sich Sprachsysteme entwickelt haben. Nur dieser Nutzen gilt natürlich auch für andere Tiere und sie schaffen es nicht, Sprache zu entwickeln. Das heißt, der bloße Wunsch, Kooperation zu erreichen, ist nicht hinreichend, um komplexe Sprachsysteme hervorzubringen. Komplexe Sprachsysteme setzen voraus komplexe Differenzierungsleistungen in der Wahrnehmung. Ohne diese Differenzierungsleistungen würden sich komplexe Sprachsysteme nicht entwickeln. Ich sage nicht, dass komplexe Differenzierungsleistungen ausreichend sind, um Sprache zu entwickeln. Sie kennen alle die Entwicklungen von Sprachen bei Schimpansen. Schimpansen haben nicht die Stimmbänder, um die phonetischen Differenzierungen hervorzubringen, die wir haben. Aber man hat ihnen ja beigebracht, mit Marken zu kommunizieren. Und das hat man schon in den 60er Jahren getan. Und sie haben... Ich war völlig überrascht, als ich das las, aber es ist ohne jeden Zweifel so. Man kann Schimpansen sogar beibringen, logische Junktoren korrekt zu verwenden. Logische Junktoren sind zum Beispiel Wenn-Dann-Beziehungen. Also, dass man ein Zeichen gibt für Wenn-Dann, du das tust, du bekommst Banane. Und sie setzen das Wenn-Dann-Zeichen korrekt ein, am Anfang dessen. Das ist eine enorme logische Leistung. Und das heißt... Nicht alle intellektuellen Leistungen, die im Prinzip ein Geist vollbringen kann, können im richtigen können sprachlich ausgedrückt werden, wenn die Stimmbänder nicht da sind. Bei Menschen ist es so, dass das Bedürfnis nach Sprachbildung sehr groß zu sein scheint. Und es ist, wie man sagt, kanalneutral. Blinde Menschen, Verzeihung, taube Menschen, können Taubstummensprache lernen. Das heißt, sie lernen das sehr schnell. Sie können optische Zeichen als Symbole für bestimmte geistige Akte verstehen. Und im Fall der Helen Keller, die ja sowohl taub als auch blind war, musste dieses haptische Alphabet entwickelt wurde, das von Herrn Lorm entwickelt wurde im 19. Jahrhundert. Anne Sullivan hat das angewendet. Ich erinnere, Lorm, ich weiß jetzt nicht genau, ob er als Kind taub wurde und dann später blind, entwickelte das Alphabet selber, als er merkte, dass der zweite Sinn verließ, um eine Möglichkeit haben, nach dem Verlust des zweiten entscheidenden Sinnes weiterhin Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das ist also eine ganz wichtige Leistung des 19. Jahrhunderts gewesen. Anne Sullivan war mit dem Lorm-Alphabet vertraut und verstand, dass das die einzige Weise war, Helen Keller die Brücke zu öffnen. Nun glaube ich eben, dass es plausibel ist, zu sagen, die ersten Laute unserer Urmenschen waren wahrscheinlich Imperative.
dass man Menschen was sagen wollte. Ja, dass man Befehle ausrufen wollte. Es waren Versuche, sozusagen Willensakte dadurch zu ersetzen, dass man eben Befehle gegeben hat. Das halte ich für überhaupt nicht unplausibel. Aber ich halte es für ausgeschlossen, allein daraus die Fülle der Differenzierungen, die unsere Sprache vollzieht, ableiten zu können. Ich glaube, dass eben hier eine intellektuelle Leistung vollzogen ist, die nicht auf Sprache zurückgeführt wird, die der Sprache beflügelt wird, aber die der Sprache vorausgeht, und dass es eben einen naturgemäßen Wunsch gibt, dann zum Beispiel die eigenen Überlegungen, die man hat, mit anderen Menschen zu teilen. Und das führt dazu, dass man die Sprache auch dann lernen will, wenn man nicht nur anderen Befehle geben möchte oder bestimmte praktische Zwecke erreichen möchte. Also ich halte den Pragmatismus in der Spätphilosophie Wittgensteins für eine sehr starke Verkürzung dessen, was in menschlicher Sprache passiert, auch wenn ich nicht bestreite, dass eben wir natürlich bei auch unserem realen Sprachgebrauch häufig dem Ökonomieprinzip folgen und deswegen keine vollständigen Sätze machen. Das berühmte Beispiel von Wittgenstein ist der Arbeiter, der Platte ruft, meint damit, bring mir die Platte. Ja, aus dem Kontext ist ganz klar, dass er mit Platte meint, bringt mir die Platte. Also wenn Sie in einem Restaurant sind und sehr durstig sind und sagen Kellner Bier, dann weiß der Kellner, was er tun will. Er vermutet, dass er aus dem Zusammenhang, dass das nicht die Abkürzung für die Fragestellung wie viel Malz ist in dem Bier? Ja, in anderen Situationen mag das die Frage sein, aber aus dem Kontext ist es klar. Und sicher ist es so, dass um die enorme Komplexität des Funktionierens von Sprache zu verstehen, wir davon ausgehen müssen, dass Sprache manchmal aus pragmatischen Gründen stark abgekürzt werden kann, manchmal in der Dichtung zum Beispiel die höchsten Anstrengungen gebildet werden, um komplexe, zum Beispiel Entsprechungen zwischen Lauten und Bedeutungen zu erzielen. Also und der Sprachwandel, es ist ja so, dass Sprachen sich rasch wandeln. Der Sprachwandel erfolgt unter anderem deswegen, weil eben ein Bedürfnis nach Innovation besteht. Einerseits können wir einander nur verstehen, wenn wir eine Sprache verwenden, die einigermaßen stabil ist. Andererseits wollen wir einfach nicht nachplappern, was andere gesagt haben, sondern versuchen, innovativ zu sein. Und das, der Innovationsreiz führt dazu, dass Sprachen sich wandeln. Das berührt sich insofern auch mit der Frage Ihres Tischnachbarn, wie stabil ist nicht nur die Natur, sondern etwa auch die Sprache. Wenn eine Sprache sich radikal schnell ändern würde, würde gesagt, die Kommunikation zusammenbrechen, aber wir würden uns zu Tode langweilen, wenn sie immer dieselbe wäre. Und Sprache ändert sich teilweise aus der Freude an der Änderung, teilweise natürlich, weil neue Gegenstände auftreten, ganze Computersprachen, die auf Computer bezogenen Sprachen der letzten Jahrzehnte, die neue Worte erforderlich machen, um sich auf neue Gegenstände zu beziehen. Ich fand Ihren Beitrag zu Ludwig Wittgenstein in Ihrem Buch sehr überzeugend, dass er sagt, die Sprache ist nicht zu reduzieren auf das streng Logische. Ja. Als Beispiel nannten Sie hier die Umgangssprache mit ihren Eigentümlichkeiten. Ja. Aber Sprache ist ja auch etwas, ich entsinne mich, meine ich, zu wissen, daran, mit welcher Lust ich früher als Kleinkind Laute ausgestoßen habe. Und das wollte ich noch ergänzend dazu sagen, die für sich gar keinen Sinn gaben, aber ich habe mich selbst gehört. Und das war natürlich ein großes Ereignis für mich, was ich alles machen kann. Und ich glaube, ein Teil der Kommunikation, der nicht ganz, überhaupt nicht im wittgensteinischen Sinne verlaufenden Kommunikation, ist heute genauso. Ich nehme diesen Abend aus, dass manche Menschen einfach nur reden, weil es schön ist, dass sie gerade reden. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Ja? Ja, nein, was Sie sagen, ist ja völlig korrekt. Also ich sprach jetzt von dem Lallen der Kinder. Das Lallen im ersten Lebensjahr ist sicher nicht
signifikativ, das heißt, das Kind begreift nicht, dass auch die Mutter mit den Worten etwas sagen will. Also die signifikative Bedeutung der Sprache wird erst im zweiten Lebensjahr begriffen. Aber es ist das Erlebnis, ich kann dasselbe machen wie die Mama. Ich kann diese Laute hervorbringen. Das ist ein Erlebnis sozusagen in dem Sinne des Zusammenseins mit der Mama, nicht des signifikativen Zusammenseins, sondern dass es dieselbe Tätigkeit ist, die die Mama macht, und eben auch ein Erlebnis der Freiheitserfahrung. Und im Grunde ist ja die Sprache eine Neuerzeugung der Welt in einem symbolischen Medium. Das ist unglaublich beglückend, weil der menschliche Geist nicht einfach Teil der Welt sein will, sondern sozusagen schöpferisch in der Welt tätig sein will. Und dieser Wunsch, schöpferisch zu sein, ist eben sicher dann noch ein weiterer Grund für die Wunder der poetischen Sprache. Gleichzeitig, wie ich schon angedeutet habe, ist das, was an der poetischen Sprache faszinierend ist, dass die poetische Sprache ein Freiheitsaspekt der Sprache zurückdrängt, nämlich die Willkürlichkeit des Zeichens. Menschliche Sprache ist zum großen Teil willkürlich. Es gibt Lautmalerei, Quaken oder Miauen. Ja? Das sind lautmalerische Worte, aber es ist immer nur ein kleiner Teil einer Sprache. Die meisten Worte sind eben, die Beziehung zwischen Laut und Bedeutung ist willkürlich. Deswegen ist es anstrengend, fremde Sprachen zu lernen, weil sich die Bedeutung nicht einfach ergibt aus dem Laut. Aber in der Dichtung versucht man irgendwie eine engere Beziehung zwischen Lauten und bestimmten Gefühlen herzustellen. Und das ist ein Versuch, die Willkürlichkeit durch besonders kreative Leistungen zurückzudrängen. Das scheint mir ein Aspekt für poetische Sprache zu sein. Lieber Professor Hösle, ich glaube, wir haben Sie alle sehr gut verstanden. Schön. Die 90 Minuten sind vergangen. Wir können, glaube ich, alle bereichert nach Hause gehen und mit dem einen oder anderen Gedankenfetzen noch bis in die Nacht gehen. Herzlichen Dank an Sie, liebes Publikum, Freunde der Weisheit, dass Sie gekommen sind, und ganz besonderer Dank an Sie, Herr Professor Hösle, für Ihre Einlassung am heutigen Abend. Danke. Ich danke Ihnen für die Diskussion und die sehr interessanten Fragen. Danke Ihnen, Herr Hubert. Gut gelaufen, ja?